alles schon. Geht automatisch, kannst du über Handy, über WLAN. Pup, 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 geht das. Anmelden kannst du heute, geht ja alles nur über das Handy. Wenn du so überlegst, dann ist alles schon scheiße. Beim nächsten Leben komme ich als Staubsauger auf der Welt. Ist wirklich schön. Weißt du, du stehst da rum, die Frau nimmt dich, wenn sie wollt, die nimmt dich auf den Staubsauger, die Frau nimmt dich auf den Staubsauger, dann wie es öfters in der Hand genommen, die nimmt den Schlauch in der Hand. Hast jeden Tag wird der Schlauch in der Hand genommen. Dann wird der Beutel leer gemacht, wenn er voll ist. Das ist doch Weltklasse. Ist das nicht schön? Ist das, also der Staubsauger hat schon das Leben. Ja, das ist doch original. Mit den Frauen ist sie noch los, mit den Männern ist sie los. Was ist los? Man ist, wo sind sie? Ich scheiße da drauf, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Ich sage das, was ich sagen, was ich meine, was ich sagen will. Wo leben wir hier? Ich meine, wir leben hier in einer Demokratie, wir leben hier in einem freien Meinung und weiß ich, der ganze Driss. Darfst das nicht sagen, das. Nee, ich schreibe dir nur vor, was du fressen sollst. Das fängt aber schon damit an, guck mal, ob das Facebook ist. Die ganzen sozialen Medien, soziale Netzwerke, Facebook, Instagram, die versuchen nur die Menschen zu reglementieren, nur zu. Ordnung, ja, das passt nicht zu unseren Statuten, aus unserer Recht, da werden die Leute gelöscht, da werden die Videos, nur weil du deine Meinung sagst, dann heißt es Hetz, dann ist es das, hallo, was ist das hier? Ich meine, nochmal, unter einer Demokratie und Meinungsfreiheit, da darf jeder Mensch sagen, was er meint. Wo leben wir hier? Was ist das für eine Scheiße hier? Das meine ich doch. Ich meine, guck mal, weißt du, wo das auch hier? Hier zum Beispiel dieser Schmuck da, dieser verstehst du, Zelensky, ja, das 11 Meter Gesicht. Der, verstehst du, der, bei dem im Land auch. Die alle Fernsehen sind zensiert, Zeitungen sind zensiert, sind nur Leute. Und der kämpft für Freiheit, für andere Länder, damit frei. Was ist das für eine verlorene Scheiße hier? Was erzählen die, was versuchen sie den Leuten zu verkaufen? Und hier ist das nur anders, nur dass hier keine Krieg ist. Ja, noch, nur weil hier noch kein Krieg ist. Ja, klar, logisch. Aber im Endeffekt genau das ist es. Und die sollen mal aufhören mit der Scheiße da, weil wenn ich der ganze Drister höre. Das ist ja echt, das ist was, das ist echt der Fernseher doof. Nicht nur Fernseher doof, alles doof. Wenn ich das höre. Oder der fährt in der Welt, die schwimmen, wissen wir, England, geht nicht nach Deutschland. Das ist, als wenn dir einer, du hast jahrelang gehofft, du kriegst mal die Fresse von dem und sprich mit dir nicht mehr. Der kriegt ja den Arsch geschoben in jeder Körperöffnung, kriegt Waffen geliefert von Deutschland, alles. So, und was ist das? Da geht der Kütner ins Hin und sieht den Bund. Ja, gut, ich kann auch nicht bei denen kommen. Da sind ja schwulen Politiker, was machen. Da sprechen wir von Männern. Ich hätte dem direkt der Hahn zugemacht. Der kriegt ja nicht mehr, kriegt der. Mit was für einem Recht? So, da sind wir gut genug für. Zahlemann und Söhne, ne? Wer hat die meisten Flüchtlinge? Deutschland, eine halbe Million Ukrainer. Da sagen die auch nichts von, ne? Die Arschlöcher. Fährt er nach England? Was ist England? Ja. Der versucht doch nur, irgendein Land mit in seinen Krieg reinzuziehen. Dann ist es NATO, dann müssen die anderen Verbündeten helfen. Dann ist ihm seine Agenda. Und sonst nicht mehr und nicht weniger. Ende. Ganz einfach ist das. Wenn ich den Mann schon sehe, der ruht durch. Der will ich zerschlagen. Glück mal das. Der will ich. Ja, ich habe ein neues Accessoire. Hier, wie ihr seht. Ne? Original. Schön in Rot, der Kölsche Jung. Ja, herrlich. So, ne? Damit hast du überall Eintritt. So. Also da kriegst du im Puff, kriegst du damit alles zum halben Preis. Ja, keine Frage, ne? Also musst du das T-Shirt anhaben, wenn du das anzeigst, machst du einmal so, kriegst du alles zum halben Preis, ne? Also, ne? Die Männer, wisst ihr Bescheid, ne? Die haben eine Sauna, die haben ein Schwimmbad. Wie sich wo die hingehen. Oder Frauen können auch an, also ist extra XL, damit das sich ein bisschen dehnen kann, ne? Damit das nicht so doof hängt. Und dann hier, ich schwöre dir, du kriegst überall, wenn du das trägst, immer alles zum halben Preis. Das ist eine Tatsache. Aber nur mit diesem Logo. Wisst ihr Bescheid? Also, ne? Attacke Vollgas. Ne? Gibt es schon nur bei mir, aber ja, keine Frage. Ne? Also, ne? Ich verkörpere nicht nur der Kölsche Jung, ich lebe das nicht nur. Ich handle darum T-Shirt, Ende. Ist ja ganz klar. Ne? Wenn du kriegst das nur bei mir, logisch. Also, da brauchen wir, ne? Und wenn du Bock, wie ihr sagt, wenn du Bock hast, ne? Ich hab die immer so ein paar Stück bei. Und derjenige, der natürlich eins haben will, der muss mir das muss halt antrecken, ganz klar. Mädels, die müssen das auch anziehen, aber ne, alles ne, live, ist ja klar. Ne? Also ich meine, ohne Bär, man muss ja die Schläuche sehen, ist ja klar. Ne? Ja, hier das Logo, voll Kölsche Jung und dann wird es da voll ausgeprägt. Da sind die zwei Airbags so und ja, wie? Und ja, Weltklasse. Ne? Und die zwei Schälchen da, da dran, ne? Ja, ist da klar. Ja. Man muss den Nippel durch die Lasche ziehen, ne? Ja, so ungefähr, ne? Ja, irgendwie so jetzt. Ja, auf jeden Fall ist das schon, was so manchmal hier rumläuft, in der Welt, das ist schon krass alles. Ne? Ja,
wie soll ich sagen, Corona hat mit den Leuten viel gemacht. Die sagen, wenn die dann vorher ist, warum hast du einen Dildo in der Tasche, dann sagen die, ja, ich habe keinen Bock, mich so ein Typ, habe ich nur Probleme. Und der fragt, wo bist du, was machst du, du ziehst das an, du messt das, das zum Thema Männer und Frauen. Ne? So, ja klar, sagt sie, und die haben sowieso dann keinen Bock, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles, früher waren die Weiber richtig geil, da hatten die richtig Feuer gehabt, ne? Ja. Da haben die richtig Mumm gehabt. Ja. Heute hast du das Gefühl, übrigens, ja, du bist da irgendwie Schwester Theresa oder so jetzt, keine Ahnung. Und die haben keine Mumm, keine Ansporn. So, ich habe so das Gefühl, hauptsache die dicke Moppe, schön Röllchen, Geld oder ein Kreditkart. Mehr brauchen nicht. Und dann die Shoppe und dann war das. Aber das kann ich ja nicht sein. Verstehst du? Die meisten, nochmal, keine Männer. Die kleinen Jungs da, diese Blender-Fraktion, die meinen dann, Mann reduziert sich nur auf dickes, fettes Auto und ein bisschen Geld in der Tasche, wenn sie wirklich noch richtig Kohle hätten. So. Da haben sie offiziell das Geld. Und Leasing. Ja, wenn du rufst Leasing, Güte, so Leasing, geht alles weg. Ja. Fällt alles nach Hause. Also von daher. Schlimm, oder? Ne? Also mehr Schein wie Sein, ja, keine Frage. Ja, klar, ist er jetzt schon verpussigt. Also wir haben so eine richtige Pussy-Gesellschaft in jeder Lebenslage. Was ist das alles? Wenn ich das alles höre, da haben wir manche Frauen mehr eigene Hose wie manche Männer. Also ich weiß nicht, wie man das zumindest nennen mag, Mann. Ne? Also bei aller Liebe, da denkst du, oh, was läuft hier verkehrt? Ne? Und es funktioniert auch nicht mehr so. Das ist ja logisch, wenn in der Schule schon gelernt wird, so du mit 16, ja, mit 16 kannst du Transgender, kannst du aussuchen mit 16, ob du Männlein oder Weiblein sein willst. Ja, wo leben wir dann hier, wenn das schon als Unterrichtsfach genommen wird? Ja, da müssen wir uns doch nicht wundern, verstehst du, was ich meine? Ja, komm, irgendwann könnte der Junge sagen, Mama, ich fühle mich als eine Frau. Oder irgendwie die Frau, ah, ich fühle mich als Mann. Was ist das alles? Das ist doch nicht normal, was hier abgeht. Da muss man, da wirst du ja blöd in dem Bier. Da hast du das Gefühl, wir leben hier in einem Kifferland. Keine Ahnung. Obwohl, ja, ich finde das krass. Das ist sowas von krass, du glaubst das ja nicht. Also guck mal, der liebe J. hätte schon was dabei gedacht, worum es Männlein und Weiblein geht. Ist ja klar. Ja. So, warum? So, dann wird Familie gegründet, wie das würde jetzt sagen, der Klassiker, das Altklassiker, aber das ist nun mal so. So funktioniert das eben. Ich wusste ja nicht, dass Kinder aus dem Arsch kommen. Weiß ich nicht. Wirst du mir jetzt auch wieder neu? Vielleicht geht das irgendwann. Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist doch nicht normal, sowas. Dann denk, ich fühle mich manchmal in den Kopf. Ich bin ja draußen, weil ich immer alles so höre. Das ist so Wahnsinn. Da denke ich, ich bin ein verkehrter Film. Ich bin irgendwo bei dem Film Avatar oder was. Keine Ahnung. Und der war ja schön, der Film. Ne? Aber ist schon krass. Und dann diese, wie die reden, die Meinung von denen, wie die untereinander reden. Die kommunizieren ja nicht miteinander. Die haben das Handy, ja doof, Jürgen doof. Die haben das Handy in der Tasche, packen das Handy. Und dann gucken die. Die holen sich alle ihre Impfung. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so abtörnend, du glaubst das ja nicht. Das ist Wahnsinn und ist sehr extrem. Weißt du, wenn du irgendwo mal irgendwas esse, so ein Chat, direkt das Handy, pop, pop, direkt das Handy. Wenn ich überlege, wir hatten vorher ja nichts gehabt, mit 15. Weder Handy noch sonst was. Manche drauf am Spielplatz oder am Don Bosco Club oder keine Ahnung, hatte man Jugendclub gehabt. So, ab 7 Uhr waren, um 7 Uhr halb Uhr waren sie alle da. Wir kannten alle Handy und schaffen natürlich noch nicht. Können noch nie ins Bescheid sagen. Also im Endeffekt, ne, siehst du immer, wie, ne, was das alle für Fachkoma-Patienten sind. Also von daher, das ist schon echt, ist schon, ich finde es schade. Es gibt hier sehr viele hübsche Frauen. Es laufen so viele leckere Mädchen rum. Also, aber es ist schon schade, so diese Einstellung, was die haben, ne? Schon mit 12, mit Rücksinn, ja. Und ja, wie, wenn du so eine Partie hast, so, die ist 18, 19, 20, denkst du, oh, wann hätte die angefangen für uns? Ja, hör uns, die hätte noch, hör uns, da kannst du eine Omnibus dran parken. Ja, da hast du das Gefühl, da fällt es auch rein, hör uns. Dass die nicht sagt, Junge, zieh die Schuhe aus, komm hier an rein, das ist alles. Ne? Ja, also muss man ja wirklich sagen, ne? Und wie abgewichst die heute sind. Die sind so abgewichst, das ist unglaublich. Ne? Ja, also wie gesagt, das funktioniert da. Heute brauchst du nur das Auto, Geld, das ist schon und sehr oberflächlich. Auch das Wort verhüten kenne ich ja nicht mehr. Nee. Ach, also früher hat sie mir so gedacht, die werden aufgeklärt und alles, aber ich sind ja nicht aufgeklärt. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, verhüten, wahrscheinlich Frauen, die dich unten nimmt direkt das Handy, aber was heißt verhüten? Und dann lädt dann Siri, was verhüten heißt. Ne? So, also tiet ja Jummi, tiet die Pille, tiet Pille danach, man kann aufpassen, alles so eine Scheiße. Aber irgendwie ist das bei der Jugend nicht mehr angekommen. Da spricht auch ja keiner drüber. Also die, ne? Also nein, ohne. Die meisten, viele Weiber, nicht alle, aber viele. Die Jungs, ich höre ja, was die reden, die sagen, ach guck mal, die Senftöpfchen.
Ja, das sind ja Senftöpfchen. Da steckt jeder mal sein Würstchen rein. Ach schön, der eine ist scharf, der andere nicht scharf. Ja, aber guck mal, die Geschlechtskrankheiten sind alle wieder im Kommen. Ja, wie Güter, das waren wirklich, da wurde niemand drüber gesprochen. AIDS hier auch noch, da redet auch keiner mehr drüber. Ja, die machen alle blanke Nelly. Ja, wenn die einen A, dann machen schön Attacke blank. Ja, was ist das denn? Ja, na, das ist schon, also deswegen sage ich auch. Also, die reden ja, ich glaube, die haben über eine Schuljacke in Sexualkunde, mit Bruni, die haben nicht auf der Handy, die haben ihre Pornofilme, luren die ja bis zum Abwinken, bis der Arzt geht. Ohne Ende. Ich nehme an, die meisten Männer, die haben hier alles Horn so, ne? Denken sie, gut vom Arbeiten, gut vom Fixen. Die schrubben die Schuhe, Dinge weg, da klüft sagt ja nicht. Der wird wunderbar, da kriegen die eine Korbenfresser. Ja, ist klar. Ja. Bei Handzähne hängen, ne? Dafür musst du schön eine Handwechsel machen. Hör auf. Das ist schon krass. Ja, ja. Katastrophe, wo die hingeht. Früher habe ich Bravo angerufen, Dr. Sommer-Team. Ja, hallo, Herr Dr. Sommer. Ja, an solche Sachen. Oder kann man vom Küssen schwanger werden? Du hast das Gefühl, du bist. Also die Leute haben dich nicht. Die sind nicht moderner geworden. Man hat so das Gefühl, die sind stunden geblieben. Oder keine Ahnung. Die sind noch mehr wie doof. Das sind ja Gehirntote. Also im Endeffekt, doof geht ja noch, doof merken wir jetzt. Aber das sind die Hirntote, die merken ja nichts mehr. Hallo, was tun die merken? Ja, aber dann kannst du ihnen auf der Tüppe geben. Ja, dann sagen die, oh, was war das denn? Ja, die merken noch nichts mehr. Du musst dann nur sagen, worum es geht. Oh, ich würde dich gerne. Ja, dann seht die Dreck ja, oder geht dann Ohr falsch? Nein, nein. Aber du musst, ja. Ja, aber diese ganze Possiererei, dieses ganze. Dicke Hose machen, die ganze Show, was die da abzieht. Da denkst du, du bist in Hollywood. Ja, manche denken wahrscheinlich, wir würden im Disneyland. Keine Ahnung. Früher mal, ich drehe 4 Wochen mit der Arme, muss ich mich treffen, am da eine Woche drehen, mal. Essen und Kino und doch mal, hab mir noch Geld gekostet, Scheiße. Und bin immer noch nicht an der Vagina gewesen. Ja, was ist das denn hier? Ja, ja. Ich war früher der Pflaumenkönig. Heute ist der Trockendock. Ja, hör auf, ey, komm. Oh, weiter, wieder mal eine schwere Schlacht, Junge. Da musst du aber schon mit Starthilfe machen. So, ja, die haben doch heute alle nicht diese Vorstellung. Das sind ja heute alles Influenza und hier, Influenza hier. Stell dir mal vor, Influenza, wenn ich Schlechtskrankheit. Aber ist das nicht. Habe ich erst gedacht, ne? Aber Influenza ist ja hier. Ich bin ja auch ein Influenza, wenn man das so nehmen kann, ne? Kann man ja sagen, ne? So. Oder YouTuber, ja, so jetzt. Auf jeden Fall, wenn ich das dann so sehe beim Essen, überall wird das Selfie, Mann, die Maul, die Lippen, denkst du, oh, was haben die? Haben die Sitzlähmung oder was? Ja, und mittlerweile ist das ja so, das ist ja auch, also manche tun auch schon mittlerweile schon, wenn beim auch so, haben die auch, ne? Und irgendwann wird bei der das auch so gemacht, damit ja, die lassen ja die Öffentlichkeit oder die Welt an allem teilnehmen. Also die meisten haben, glaube ich, dieses HDRS, ne, glaube ich, Aufmerksamkeitsdefizit. Und die finden, keine Ahnung, also ist schon sehr krass. Ja, aber ist ja ganz klar, guck mal, die ganzen Psychologen, Therapeuten sind ja überbelegt. Muss 2 Jahre, 3 Jahre, muss da warten, bis du einen Termin kriegst. Und die machen, kompensieren das dann halt so und wollen dann Feedback haben und das. Die finden das einfach toll. Ne? Das ist genau das, wenn ich das alles so sehe, wie das hier... Jetzt hier mit der Türkei. Ich finde das sehr, sehr schlimm mit dem Erdbeben da. Ne? Brauchen wir ja nicht drüber reden. Menschen können auch nicht dafür. Das ist schon krass. Aber ich denke immer, man sollte helfen. So. Und man muss aber nicht so viel Palaver machen mit dem Helfen. Ne? Helf, rede nicht, mach und dann ist es gut. Und mich fuckt das so ein bisschen ab, wenn diese Pseudo-Helfer jetzt alle rauskommen aus ihren Löchern. Ist dieser Arschlöcher, wenn die jetzt alle aus ihren Löchern kommen. Ne? Und hier dieses Helfer-Syndrom machen und so. Ne? Ich meine, Elend arbeitet immer schon auf der Erde. Nicht erst seit dem Erdbeben geht. Das ist nochmal, das ist jetzt nochmal schlimmer. Ja, keine Frage. Und ich finde das gut, dass alle helfen. Oder so, jeder auf seine Art, im kleinen Kreis. Ne? So, der eine, der mit viel Geld, der andere. Ich finde das super. Und die Türken, muss ich wirklich sagen, die halten im Schlechten wie im Juden immer zusammen. Also gibt es ja nichts. Da können die Deutschen sich im Beispiel echt eine Scheibe von abschneiden. Das ist wirklich so. Ne? Die hilft ja nie seinem Nachbar, wenn du irgendein Problem hast. Also brauchen wir ja nicht reden. Ne? Also muss man echt sagen, aber das war immer schon so.
Ne? Ob das die Italiener sind, die Türken, die Griechen, warum mit der Deutsche nicht mehr, weiß ich nicht. Der Deutsche scheißt sich wahrscheinlich noch an den Nachbar. Sagt, guck mal, was der da macht. So, das ist dem Ding Stärke. Traurig, aber wahr. Ich finde das traurig. In meiner Generation war das nicht so. Wir haben so umeinander geholfen. Ja, alle Türen waren offen. Ich konnte da essen. Heute sind die Türen auch zu. Heute ist 4 Wochen du in der Boot und die Nachbar kriegt das ja nicht mehr, interessiert das ja nicht. Ne? Das ist deutsche Kultur. Tut mir leid, dass ich dazu sagen muss. Aber das ist die Wahrheit. Das ist nun mal so. Ne? Und da gibt es bei den Türken, bei den Ausländern, gibt es das nicht. Nein, die halten zusammen, das siehst du schon, wenn du einen Verkehrsunfall hast, wenn du was Hilfe brauchst. Also wirklich, das ist wirklich super. Ich finde das super. Nicht jetzt, es gibt doch jetzt Deutsche, die helfen auch in der Türkei. Ja, keine Frage. Gibt es da auch Ausnahmen. Aber ich finde das so, weißt du, so dieses, das sind immer nur gewisse Leute und ich finde das schade. Ich finde das so schade und man muss natürlich nicht immer alles dokumentieren und filmen, dass man hilft. Muss doch nicht sein. Ich kenne Leute, die helfen wirklich viel, ne? Aber die tun nicht mit dem Handy das alles dokumentieren. Ja, guck mal, ich helfe, guck mal, ich bin jetzt der Tolle. Helf einfach. Musst du nicht drüber sprechen. Weil das ist so uninteressant, als wenn in China ein Kreis umfällt und da fällt ein Körnchen raus. So uninteressant ist, da will ich nicht. Helf und gut, sprech nicht drüber und filmen muss das ja auch schon mal ja nicht. Helfen ist das gut. Man muss das doch nicht filmen, das Elend. Man muss doch nicht noch Filmchen machen und dokumentieren. Guck mal, wie scheiße den Leuten geht und was das ist. Die Leute helfen doch. Ist doch in Ordnung. So muss das doch sein. Ja, die Menschen, die da wohnen, die können ja nichts dafür. Ich meine, klar, im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer. Ne? Aber ist so, das wurde wahrscheinlich viel versäumt. Auch mit Politik, mit Geld. Geld hängt dazwischen, das da bauen. Weiß ich. Ich finde nur dran. Es ist aber wie überall in jedem Land, leiden muss immer der kleine Mann. Wie die kleinen Leute wie wir. Wir werden belogen und verarscht. Und jetzt siehst du, wie jetzt in der Situation. Alles solche Sachen. Und das finde ich ein bisschen schade so. Aber scheiß drauf. Putz mir dich im Mund ab. Ne? Arme hochkrempel und Attacke Vollgas. So. Wie ist das, den Leuten jetzt geholfen wird und das da funktioniert? Ich finde das schlimm. Auch in Syrien ist das ja genauso. Da kommen sie ja nicht, können sie hier, kommt ja nichts an. Ich finde das richtig so schlimm. Und sich damit dann profilieren, dass man hilft und hier, guck mal, ich mach das, ist ein bisschen widerlich, hat so einen bitteren Beigeschmack. Ich finde das nicht gut. Ich würde mich jetzt nicht dahin stellen oder hinfahren, würde sagen, aber guck mal hier, ich mach es einfach. Putz am Mund ab, helf, zack, zack, zack. Andere tun Kleider sammeln, andere tun Spenden mit Geld, andere machen das, organisieren was. Aber man muss das dann nicht immer so veröffentlichen und sich profilieren damit und die ganze Scheiße. Und das finde ich ein bisschen schade. So, und dann denke ich immer, das ist keine echte Hilfe, das ist so Pseudo-Helfen. Guck mal, damit du nach außen oder bei gewissen Leuten, guck mal, toll, weil Junge oder Leute helft und gut ist. Und das ist perfekt, Ende. Du machst es ja, weil du das willst, weil den Leuten helfen willst. Nicht damit du deine Ego befriedigt wirst. Ja, ist schon krass, also man soll das nicht glauben. Ne? Ist schon, und wenn du dann so siehst, und dann ist das ja so kalt da, ne? Und es ist also, wie gesagt, ist schon krass, die Natur ist schon, das ist also schon eine ganz, ganz harte Nummer. Man muss also immer damit rechnen, ja, keine Frage. Ne? Und es ist ja auch so, ich hoffe, man lernt dadurch. Die Leute lernen dadurch und ist zwar nicht mit die Hoffnung, das ist jetzt passiert und wie sagt man so schön, kann ja, glaube ich, überall passieren. Ne? Wird schon seine Gründe haben, warum die da nicht Erdbeben gesichert gebaut haben. War ja bekannt, dass das so ein Bereich ist, wo Erdbeben stattfinden und wir hatten ja schon mal ein großes Erdbeben da, ne? Und trotzdem haben sie da gebaut, vielleicht aber nicht erdbebensicher, wie das sich gehört und einfach gebaut wegen Geld, weil wieder Leute sich Geld in andere Kanäle reingelaufen ist, geflossen ist, man weiß das auch nicht. Die Wahrheit ist immer in der Mitte, das ist einfach, die Medaille hat immer zwei Seiten, vor und hinten, ne? Aber wichtig ist, dass die Leute helfen, dann ist erstmal wichtig, dass da Feuer gibt, ne? Und ja, finde ich, besser da helfen und angebrachter da helfen, wie in dieser Ukraine helfen. So, da habe ich ja kein Verständnis für. Waffen liefern, Panzerscheiße. Ich die ganze Scheiße höre da. Krieg ich einen Anfall, krieg ich da. Jetzt aber jeder mal mit der Tränendrüse am Drücken. Ja, überall mit dir hier. Und guck mal, was ist das für eine, was soll das? Der pussiert die alle. Der pussiert die alle weg. Der lässt sich wahrscheinlich kaputt, wenn er im Auto sitzt. Ja, guck mal, ich habe sie wieder schön auflaufen lassen. Ja, was soll das dann? Und wir fahren alle drüber hin. Er geht doch nicht. Ja, ich fahre nicht darüber rein, der kann jetzt sehen, hey, schade, dass ich hier direkt interview, ich sage, und wie geht das, ist alles in Ordnung bei dir, ja, alles falsch im Schritt. Türkei ist sehr gut, alle, da muss geholfen, wir brauchen ohne Ende, da muss feuerfrei,
Da gibt es ohne Tabu, ja, keine Frage. Ne? Also, da gibt es ja nichts drüber. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also, das ist ja nicht die Diskussion wert. Man muss es nicht nur immer so an die große Glocke hängen. Verstehst du? Ja, wir haben geholfen. Helft, alle sollen helfen. Jeder so, wie er kann. Jeder in seinem Element, klein, groß. Aber ihr müsst alle helfen. So, so. Und zwar den Leuten da. Und fertig. Und ich hoffe, dass das alles ankommt und dass das auch alles funktioniert. Ne? Finde ich auf jeden Fall. Ne? Ich würde auch gerne dahin fliegen, aber du kriegst ja keine Flug, weiß ich. Ich weiß, also von daher. Ja, wie gesagt, ich habe gehört, man kann in Syrien, in der Türkei kostenlos telefonieren. Also im Endeffekt ist das schon mal ein Riesenfortschritt, ne? Dass die Leute wenigstens Kontakt haben, sich über ihre Familie anhören, ob was da los ist und alles. Die machen sich alle Sorgen, das ist ja ganz klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon, ich möchte nicht, das kann man ja nicht nachvollziehen, das ist einfach so. Ne? Die sind am Schlafen und schläft und dann immer, das ist unverständlich, das ist wie ein schlechter Film. Das ist sowieso, boah, das ist so krass alles. Ne? Das ist schon, ja, das ist, aber wie gesagt, das ist alles schlimm, aber im Endeffekt, das Leben geht trotzdem weiter. Ne? Das ist immer so eine Sache. Ne?